Herzlich willkommen hier bei Anime Illusion TV. Ja, also wir haben hier eine coole Location. Wir drehen heute hier das Halloween Special. Aber irgendwie ja, bin ich ganz alleine. Ich vermisse so ein bisschen den Rafa, der wollte sich mit mir hier treffen. Aber ja, ist alles ruhig. Die Zombie-Apokalypse ist nah und wir versuchen, unbeschadet zu entkommen. Danach geht es dann in die dunklen Ecken von Tokio, denn hier gibt es ungeklärte Morde und die Dämonen treiben ihr Unwesen. Wenig später haben wir eine Seance bei dem Blutsauger und Vampir Alucard. Dann im Jahr 2264 berichten wir von den Ereignissen auf dem Raumschiff Saldes. Was war das? Hast du das gesehen? Das war... Was ist das? Wollen wir mal reingucken? High School of the Dead. Du sag mal, hatten wir nicht noch eine zweite Kamera? Gib mir die mal. Die folgenden Ereignisse sind nicht nur erschreckend, sondern auch von der Zeit her fast nicht definierbar. Die Zeitrechnung muss wohl neu gestartet werden. Denn am Tag Z wurde das gesellschaftliche Leben, wie wir es kennen, komplett lahmgelegt. Im Folgenden möchte ich euch schildern, was genau passierte. Tag Z. Es war 13.33 Uhr, als ein seltsamer Typ am Schultor auf und ab ging, bis er schließlich unkontrolliert gegen das Tor trommelte. Die Wächter versuchten, den Mann zu beruhigen und kamen ihm wohl zu nah. Denn dann war er da, der Aufschrei, ein lautes Brüllen und kurze Zeit später war der Wachmann tot. Keine unnötige Gewalt, das dulde ich nicht an unserer Schule! Eine Lehrerin wollte ihm zu Hilfe eilen und wurde schließlich selbst gebissen. Einige Zeit später erschien es, als würden die Lehrkräfte Amok laufen und übereinander herfallen. Der Schein sollte nicht trügen. Das Blutbad nahm seinen Anfang. Von einem inneren Instinkt getrieben und begleitet von den Klassenkameraden Hisashi und der hübschen Rei Miyamoto wollten wir auf das Dach des Schulgebäudes fliehen. Allerdings kamen uns die blutrünstigen Kreaturen zuvor und wir mussten uns den Weg mit einem herben Verlust freikämpfen. Ich schaffte es nur mit Rei auf das Dach des Gebäudes. Hisashi, mein Freund, musste ich den Schädel einschlagen. Er wurde zu einer dieser Kreaturen. Doch das Dach sollte sich als eine Sackgasse herausstellen und so bahnten wir uns den Weg mittels Feuerwehrschlauch inklusive des spritzenden Wassers in das Innere der Schule, um die Flucht nach vorne anzutreten. Schnell stellten wir fest, dass wir uns nicht allein den Weg freikämpften und schlossen uns Saeko aus dem Kendo-Club, der Schulärztin Shizuka und dem seltsamen Kurote an, um uns erst einmal im Lehrerzimmer einzuschließen. Hat die Regierung ein Meeting einberufen, um erforderliche Maßnahmen zu besprechen. Die Opposition kritisiert, dass die Armee entsendet wurde, um für Ordnung zu sorgen. In der Präfektur Saitama soll es bereits weit über 10.000 Opfer geben. Der Notstand wurde ausgerufen. Das waren Schüsse! Hier eilte uns dann auch der Schock in Form einer Sondersendung im Fernsehen. Die Stadt war im Chaos versunken. Die seltsamen Kreaturen, benannt nach den kopflosen Monstern aus Erzählungen oder gar Videospielen, hatten die Stadt schon fest im Griff.
Aus Sorge um unsere Angehörigen und Freunde beschlossen wir, uns den Weg freizukämpfen. Bewaffnet mit Holzschwert, Nagelpistole, Baseballschläger und Besenstiel zogen wir den Kampf, um in die Freiheit zu gelangen. Der Bus auf dem Schulgelände schien uns ein perfekter Ausweg zu sein. Also zogen wir durch die Flure, welche von Tod und Verwesung gefüllt waren, und streckten alles nieder, was uns im Weg war. Das schmatzende Geräusch des Baseballschlägers, während er den Schädel durchdringt, hallt immer noch nach. Es gelang uns tatsächlich, den Bus zu erreichen. Ray hatte mich noch gewarnt und ich wollte nicht hören. Doch ich konnte einfach niemanden zurücklassen. Und so ließ ich den seltsamen Lehrer Koichi Shido samt Begleitung in den Bus. Er bestand darauf, dass es einen Anführer der überlebenden Gruppe geben sollte und manipulierte die Leute so, dass er selbst zum Anführer gekürt wurde. Als euer Anführer sorge ich dafür, dass es keine Probleme mehr gibt. Wie findet ihr das? Das war Ray zu viel und sie verließ den Bus. Ich hatte keine Wahl und ging mit ihr. Nun stehen wir hier, umzingelt von Zombies, Vergewaltigern und Plünderern mit dem Ziel, unsere Freunde und Familie zu retten. Doch es scheint aussichtslos. Es ist kein Traum. Die Welt steht scheinbar vor dem Abgrund. Und wir sind noch drauf. Wenn mich jemand hört... Gott, mein Name ist Takashi Kumuro. Bitte helft uns! Oh, das war krass. Übel. Hast du das gehört? Ach, wird schon nicht so richtig sein. Passend zum Thema verlosen wir natürlich noch was. Und zwar könnt ihr die High School of the Dead Box gewinnen auf DVD. Dazu schreibt ihr einfach eine E-Mail mit dem Stichwort Halloween an info@animeillusion.de. Und, Moment. Ja, wie gesagt, schreibt einfach eine E-Mail mit Stichwort Halloween. Ich glaube, wir sind... Na, da sind wir endlich im Studio angekommen. Na, nur den Raffa. Den haben wir nicht gefunden. Macht aber nichts. Bis der hier auftaucht, erzähle ich euch erstmal eine Geschichte. Stellt euch vor. Tokio. Es ist laut. Es ist dunkel. Es ist einsam. Sprang eine 16-jährige Schülerin vom Dach des Fuchu-Gebäudes Nummer 4. Das Mädchen war auf der Stelle tot. Tokio. Es ist laut. Es ist dunkel, es ist einsam. Niemand scheint den anderen mehr zu sehen. Jeder lebt sein Leben nur für sich. Und Nachrichten, die von Todesopfern oder Selbstmorden berichten, sind schon lange keine Seltenheit mehr. Es ist Alltag. Und doch scheinen einige Tode merkwürdiger zu sein als andere. Aber nicht nur an den Menschen sieht man den Zerfall der Gesellschaft. Auch an den menschenleeren Häusern nagt der Zahn der Zeit. Der ideale Platz für allerlei Gesindel, die hier ihr Unwesen treiben. Aber was wäre dieser trostlose Ort ohne ein bisschen Magie? Shigeru Yogi sucht genau diesen Ort auf, diesen Ort, an dem schon so viele Menschen ihr Leben ließen. Mit ihrer Gabe kann sie Dämonen und Geister sehen und sie bekämpfen. Und genau damit wird sie zur Zielscheibe des Bösen. Unser Gesichtsfeld besteht nicht aus den Bildern, die unsere Augen erfassen, sondern aus den Bildern, die unser Gehirn entstehen lässt. Es wird sozusagen von unserem Verstand gefiltert. Doch Shiki konnte nicht immer so gut mit ihren Kräften umgehen. Vor Jahren kämpfte sie selbst mit sich, mit ihrer Gabe, die eher ein Fluch zu sein schien. Blutüberströmt wurde sie damals ins Krankenhaus eingeliefert und sofort in den OP gebracht. Den Ärzten gelang es, ihr Leben zu retten. Doch als sie erwacht, will sie sich selbst das Augenlicht nehmen. Sie kann es nicht ertragen, all diese furchtbaren Dinge zu sehen, welche sich ihr jetzt zeigen. Und genau dann, wenn man am verwundbarsten ist, schleichen sich die Dämonen in der Erscheinung netter Menschen heran. Aber in Shiki scheint nur noch Leere zu sein. Schon bald muss sie sich zwischen dem Leben und dem Tod entscheiden. Asaka, selbst eine junge Schülerin, wird nun beauftragt, an ihrer Schule die mysteriösen Todesfälle, welche gleichermaßen Schüler wie auch Lehrer trifft, aufzuklären. Ihre Geheimwaffe, Shiki. Handelt es sich hierbei wirklich nur um einfache Morde oder hat hier eine andere Macht ihre Finger mit im Spiel?
Damit sie den Kampf gegen das vermeintlich Böse ausfechten kann, benötigt sie Informationen und genau diese kann er der junge Schüler Mikia liefern. Er ist der Mann an Ort und Stelle, beschafft Hinweise, geht Gerüchten auf den Grund. Allerdings wird er eines Tages bei einem Einsatz irgendwie in ein seltsames Koma versetzt. Seitdem versucht Shiki alles, um ihn wieder zurückzuholen. Zusätzliche Unterstützung erfährt die Dämonenjägerin von der Marionettenbasterin Tohoku Aozaki. Sie stellt Shiki das Equipment, wie zum Beispiel eine Armprothese. Doch Tohoku ist nicht einfach nur Puppenspielerin. Sie beherrscht eine Art mystischen Zauber und haucht ihren Puppen sogar Leben ein. So ausgerüstet begibt sich Shiki alltäglich auf Dämonenjagd. Und eines ist sicher, auch wenn wir sie nicht sehen, die bösen Mächte sind immer unter uns und warten nur darauf, zuzuschlagen. Wie ihr feststellen werdet, ist der siebenteilige Anime nicht in chronologischer Reihenfolge erzählt. Das gleiche gilt übrigens auch für die Light Novel, auf der diese Filmreihe basiert. Die Filme geben viele Ereignisse in verschiedenen Jahren wieder und das scheinbar völlig willkürlich. Allerdings hat das Methode und geht ab dem fünften Film erst richtig auf. Spannung und Nervenkitzel sind auf jeden Fall vorprogrammiert. Es ist Halloween. Ja. Und warum hast du kein Kostüm? Warte. Warum hast du kein Kostüm? Besser? Ich glaube, da gucken wir mal rein. Der Vampir Mythos. Um ihn ranken sich seit Jahrhunderten viele Legenden. Von menschenähnlichen Gestalten, welche sich in Fledermäuse verwandeln, ist da die Rede. Oder gar von blutsaugenden bleichen Kreaturen wird berichtet. Doch sind diese Erzählungen, welche immer wieder zu diversen Verfilmungen geführt haben, doch einfach nur Legenden? Oder etwa doch nicht? Eine Stadt überzogen von Wolken, die Nacht ist längst hereingebrochen und doch scheint sie lebendig zu sein. Kein Wunder, ist diese Stadt doch ein Mekka für angebliche Blutsauger und ja, es gibt sie wirklich. Und sie haben sich es vor allem in der schönen, aber verregneten Stadt London bequem gemacht. Auf der Stelle möchte ich zu ihren Füßen niederknien, ihre Schenkel entlang streichen und meine Begierde besänften. Die Stadt ist mit ihren Vororten regelrecht übersät mit den vor allem nachtaktiven Blutsaugern. Die Menschen bekommen nicht viel davon mit, bis sie eventuell in den späten Nachtstunden selbst Opfer der Vampire geworden sind. Und dann, ja dann, ist es eh zu spät. Eine Organisation hat es sich allerdings zur Aufgabe gemacht, die Ordnung in der Stadt und in den Dörfern zu bewahren. Denn es gibt ein echtes Problem mit den Vampiren. Die Vampire sind nicht mehr rein Blutes und morden nicht aus Selbsterhaltung, sondern lediglich zum Spaß an der Gewalt und dem Leid ihrer Opfer. Um diesem Problem entgegenzutreten, wurde die Helsing-Organisation ins Leben gerufen. Sie macht es sich zur Aufgabe, die Menschen vor wilden Attacken zu schützen und wieder Ruhe und Ordnung zu schaffen. Denn die Polizei ist in diesen Situationen auch mehr als machtlos. Oft fallen sie den Vampiren sogar selbst zum Opfer. Die Helsing-Organisation hat hier immer genau die richtigen Leute zur Stelle und wenn es brenzlig wird und die Situation es erfordert, werden die schweren Geschütze aufgefahren. Ein Vampir hat sich zur Arbeit mit der Organisation verpflichtet und jagt seinesgleichen durch die Straßen von London. Die Rede ist von Alucard. Dieser Vampir ist die Geheimwaffe, das Ass im Ärmel von Helsing. Denn er geht skrupellos gegen die sogenannten Freaks vor. Jene Vampire, die nicht rein Blutes sind und die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Was will denn der? Verdammt! Verdammt! Den fahr ich um! Ah!
Ihr besitzt weder Glauben noch Verstand. Könnt euch nicht einmal in Fledermäuse oder Nebel verwandeln. Nicht um euren Hunger zu stillen, tötet ihr. Ihr tötet, weil ihr Spaß daran habt. Bei einem dieser besonderen Einsätze kommt Alucard allerdings etwas zu spät. Denn die junge Polizistin Seras Victoria wird gefangen genommen und der einzige Weg, den Blutsauger zu vernichten, ist der Tod der jungen Dame, denn sie dient ihm als Schutzschild. So bietet der Fürst der Finsternis ihr einen Deal an. Er darf seinen Einsatz mit allen Mitteln beenden, würde sie aber zu einem Vampir und seiner Gehilfin machen. Kaum hat sie eingewilligt, entfesselt Alucard seine Macht und bringt nicht nur ihren Peiniger, sondern auch sie ums Leben. Allerdings holt er sie mit ihren letzten Atemzügen und einem Biss in ihren Hals zurück ins Leben. Diesmal allerdings als Untote. Oder kommst du mit mir? Wartet doch! Ich werde dich nicht zwingen. Diese Entscheidung liegt ganz allein bei dir. Antworte! Ja! Seite an Seite kämpfen sie gegen die unreinen Vampire. Geleitet wird die gesamte Organisation von Lady Integra Wingates Helsing. Sie hat das Erbe ihres Vaters als Vampirjäger übernommen. Doch ihr und der Organisation steht die Vatikanische Kirche mit einer eigenen Spezialeinheit gegenüber, der 13. Abteilung des Vatikan. Enrico Maxwell ist als ausgebildeter Exorzist nicht nur an der Spitze des Ordens und der Spezialeinheit tätig, sondern er will ausnahmslos alle Vampire von dieser Welt tilgen und so die Reinheit der Menschheit bewahren. So stehen sich Alucard und Maxwell nicht nur einmal gegenüber. Allerdings brodelt im Hintergrund noch ein ganz anderes Problem. Eine Intrige. Denn eine zweite Partei hat es auf Lady Integra abgesehen und Alucard riecht die Herausforderung. Die Helsing-TV-Serie genießt hierzulande absoluten Kultstatus. Nicht nur durch die seltsame Beziehung zwischen Lady Integra Wingates Helsing und dem Vampir Alucard. Auch die Geschichte ist gut erzählt, aber doch etwas verwirrend. Der Anime gibt allerdings nicht die Story des Manga wieder, sondern erzählt eine fast vollständig eigene Geschichte. Doch die Produktion unterhält und weiß durchaus zu begeistern. Wer es etwas originalgetreuer mag, kann auch auf die Helsing Ultimate OVA zurückgreifen. Fans von blutrünstigen Vampirgeschichten kommen allerdings auch bei der TV-Serie voll auf ihre Kosten. Meine Bestimmung ist, alle heretischen Furien auszumerzen, bis auf das letzte Stückchen Fleisch, das sich gegen Gott auflehnt. Amen. Größenwahn ist ein typisch menschliches Laster. Der von Menschen erhoffte Traum, das Weltall erobern. Den ersten Schritt haben wir schon gemacht und nun treten wir eine Zeitreise in das Jahr 2264 an. Hier ist der Mensch schon weit tiefer in das Weltall vorgedrungen. Allerdings stellt die lange Reise durchaus ein Problem dar. Die Menschen altern auf dem Weltraumflug, der auch Jahre dauern kann. Hier wurde eine Lösung in Form von Kältekammern geschaffen. So ist es nun möglich, den Alterungsprozess fast vollständig zu stoppen und einigermaßen fit aus dem Kälteschlaf am Ziel aufzuwachen. Also macht man sich auf die Suche nach neuen Welten, Planeten, auf denen Leben möglich ist oder Rohstoffe erbeutet werden können. Das Raumschiff Sardes ist mit dem Auftrag unterwegs, eine neue Welt zu erforschen. Um dieses Ziel auch meistern zu können, sind insgesamt 13 Besatzungsmitglieder an Bord, darunter auch viele Professoren und Ingenieure. Nach einer mehr als langen Reise öffnen sich die Kältekammern und die Besatzung darf den Langzeitschlafplätzen den Rücken kehren, um sich mit Essen zu stärken und sich über ihren Auftrag zu informieren. Doch dieser Blick soll alles verändern, denn statt des Auftrages ist eine Nachricht von der Erde aufgezeichnet, circa 3 Wochen nach ihrem Start wurde sie abgesetzt. Aus dieser geht hervor, dass nicht alles gemeldete Besatzungsmitglieder sind, von 2 blinden Passagieren ist da die Rede. Doch gerade als es interessant wird und Namen fallen sollten, bricht die Nachricht ab. Die Stammcrew des Schiffes macht sich an die Arbeit, um herauszufinden, wer denn die unliebsamen Mitflieger sein könnten. Leider ohne Ergebnis. Es fehlen einfach stichhaltige Beweise. Das einzige, was sie feststellen konnten, irgendwer hat während der Tiefschlafphase den Computer manipuliert und den Greifarm des Schiffes benutzt, um einen seltsamen Gesteinsbrocken an Bord zu holen. Durch einen Unfall gelangte der Stein aber in die Wasserversorgungstanks und löste sich dort auf. Kurz darauf gab es auch schon den ersten Toten zu beklagen. Bei einer genauen Autopsie stellte der Arzt fest, dass sich im Körper undefinierbare Bakterien ausgebreitet haben und wahrscheinlich zum Tode führten. Die Mannschaft steht vor einem Problem.
Denn mit der Zeit gibt es immer mehr Tote zu beklagen und die Symptome sind bei allen die gleichen. Doch damit nicht genug. Nach einiger Zeit verschwinden die Leichen einfach, die Wände des Schiffes werden porös und das trotz des speziellen Materials. Eine Katze, welche einer der Besatzungsmitglieder gehörte, wird förmlich von einer der Schiffswände verschlungen. Später soll sich aber herausstellen, dass sie scheinbar von etwas oder jemandem hinter der Wand einfach ermordet wurde. Zu allem Übel läuft der Crew die Zeit davon, denn irgendwer hat sich Zugang zum Kontrollraum verschafft und die Steuerung des Schiffs übernommen. Der Befehl für den Computer lautet, alle außerirdischen Organismen ausnahmslos und mit allen Mitteln zu vernichten. Doch leider sind die Crewmitglieder mittendrin. Lilycut ist ein 68-minütiger Science-Fiction-Horrortrip von 1987 und so fühlt er sich auch an. Der Film bedient sich ausnahmslos und auch recht frech bei den Filmen wie Ridley Scotts Alien. Das Setting, die Erzählweise, einfach alles erinnert an das schreckliche Monster aus dem All. Dabei gewinnt man immer wieder den Eindruck, dass keine eigenen Ideen entwickelt wurden. Doch dann passiert es und man sieht die Monster. Schreckliche Mutationen, welche doch durchaus einen schönen Ekelfaktor besitzen. Soll heißen, Lilycut ist kein Meisterwerk und hat doch einige Längen. Unterhält aber trotzdem und vor allem wegen der guten Soundkulisse. Ja, das war unser Halloween-Spezial. Ja, ich fand's super gruselig. Wirklich jetzt? Klar. Aber wo warst du eigentlich den ganzen Tag? Naja, ich war, Toll. Immer dann, wenn ich eine Antwort brauche, verschwindest du einfach.